Seit einigen Jahren nun findet man auf der Webseite der Adventisten in der Schweiz unter der Rubrik News eine Unterrubrik zum Thema Fake News. Das Ziel dieser Seite soll sein, Fake News, die unter Adventisten die Runde machen, aufzudecken und somit über Gerüchte, die verbreitet werden, aufzuklären. Was ja an und für sich eine gute Sache ist, die man befürworten kann. Ich finde es aber sehr schade, wenn bei dem Versuch zu informieren, erst recht Fake News in Umlauf geraten können. Daher wäre es angebracht, sich selbst im Vorfeld etwas mehr zu informieren, denn ansonsten kann dadurch ein sehr einseitiger Bericht entstehen. Denn genauso wie dann jemand sagt, dass Papst Franziskus einen Adventisten zum Bruder hat und diese Falschmeldung weiter verbreitet, können diejenigen Personen, die über Fake News aufklären und sich nicht genau im Vorfeld mit einem Thema befasst haben, ebenso Fake News verbreiten. Nun ist es so, dass ich mich selber gerne informiere und informieren lasse. Deshalb schaue ich auch immer wieder mal auf diese Seite rein. Doch schon zu Anfang sind mir ein, zwei Meldungen aufgefallen, die man jetzt nicht wirklich zu 100% Falschmeldungen betiteln kann. Auch habe ich immer wieder mal nachgeschaut, ob man in der Zwischenzeit jene Aussagen korrigiert bzw. durch weitere Informationen ergänzt hat. In diesem Video möchte ich zwei Artikel mit euch betrachten. Das erste ist die Falschmeldung, Adventisten sollen ebenso wie Zeugen Jehovas in Russland verboten werden. Und der zweite Artikel ist eine Erklärung über Sonntagsgesetze. Beginnen wir mit dem Artikel über die Falschmeldung, Adventisten sollen ebenso wie Jehovas Zeugen in Russland verboten werden. Diese Meldung ging im Jahr 2017 in Umlauf und hat sich, wie wir heute sehen, nicht bewahrheitet. Wir lesen daraus. Angesichts der Informationen, die im Internet veröffentlicht wurden, über ein geplantes Verbot der Tätigkeit der Kirche des Siebentagsadventisten in Russland, informieren wir offiziell, dass diese Informationen aus inoffiziellen Quellen nicht mit der Realität übereinstimmen. Angesichts dessen erklären wir mit Nachdruck, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass ein berechtigter oder vernünftiger Grund für die Beschränkung oder für ein Verbot der Tätigkeit der Kirche der Siebentagsadventisten in der Russischen Föderation besteht. Hier möchte ich gerne darauf hinweisen, dass diese Information, wie sie dasteht, nicht absoluter Wahrheit entspricht und es berechtigt zu der Annahme kommen konnte, dass man befürchtete, dass Adventisten ebenso verboten werden wie Jehovas Zeugen. Wie komme ich zu dieser Aussage? Gerade dem Herausgeber, der hier über diese Falschmeldung informiert, sollte es nicht entgangen sein, dass einige Monate zuvor ein Artikel über diese kommende Gesetzgebung im adventistischen Pressedienst zu lesen war, zumal er ja Redakteur des adventistischen Pressedienstes ist. In diesem Artikel vom 6. Juli 2016 ist zu lesen, Oleg Gontscharow, Direktor der Abteilung für Außenbeziehungen und Religionsfreiheit der Euro-Asien-Division der Weltkirchenleitung, ruft dazu auf, zusammen mit einem Aufruf der Kirchenleitung der Siebentagsadventisten an ihre Mitglieder in Russland am 28. Juni zu fasten und zu beten und appellierten so an Präsident Putin, das Gesetz, welches am 24. Juni von den Abgeordneten der Staatsduma angenommen worden war, nicht zu unterzeichnen. Teile der als Antiterrorgesetze verabschiedenden Gesetzgebung wollen auch die Missionstätigkeit im Land einschränken, religiöse Versammlungen in Privathäusern verbieten sowie das Verbreiten von religiösen Inhalten durch Druckerzeugnisse oder online nur Personen mit beglaubigten Dokumenten erlauben. Das vorgeschlagene Gesetz, das im Rahmen der neuen Überwachungs- und Antiterrorgesetze eingebracht wurde, ist vom Oberhaus, dem Föderationsrat bzw. der Vertretung der Gliedstaaten am 29. Juni an den Präsidenten zur Unterzeichnung weitergeleitet worden. Sollte es von Putin unterzeichnet werden, kann es laut dem Moscow Times 2018 in Kraft treten. Wie wir ja wissen, trat dieses Gesetz dann auch in Kraft. Weiter heißt es,
Das neue Gesetz definiert nach Angaben von Adventist Review die Missionstätigkeit als Gottesdienst sowie andere religiöse Riten und Zeremonien, Verteilung religiöser Literatur, Audio- und Videomaterialien, öffentliches Fundraising für religiöse Zwecke, Durchführung von Gottesdiensten, religiösen Versammlungen und Predigen. Also im Grunde genommen alles, was mit dem Glaubensleben zu tun hat. Weiter lesen wir: Adventisten appellieren an Putin, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Zum Aufruf für ein Gebet zum Fastentag sei es gekommen, als Pastor Oleg Goncharov, zuständig für Außenbeziehungen und Religionsfreiheit der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung mit Sitz in Moskau, an Putin appellierte, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Für Gläubige ist es unmöglich, den Anforderungen dieses Gesetzes zu entsprechen und selbst in den eigenen vier Wänden nicht mehr über ihre religiösen Überzeugungen sprechen zu dürfen, so Goncharov. Dies sei nicht hilfreich und bereite allen adventistischen Christen Sorgen. Diesem Artikel zufolge war zu jenem Zeitpunkt für die Adventisten im Lande noch nicht klar, inwieweit sie davon betroffen sein würden, und waren verständlicherweise darüber besorgt, zumal dieses Gesetz enorme Einschränkungen gebracht hätte. So finde ich, dass man zu jener angepriesenen Falschmeldung diese Information ruhig dazunehmen hätte können. Denn so weit hergeholt war es ja nicht, dass man davon ausgegangen ist, auch Adventisten würden davon betroffen sein. Natürlich gab es im Netz falsche Informationen, wie zum Beispiel, dass man Unterschriften gesammelt hätte gegen die Adventisten dort. Aber wie aus diesem Artikel hervorgeht, gab es doch berechtigte und vernünftige Gründe einer zukünftigen Einschränkung bzw. der Sorge von einem zukünftigen Verbot der Missionstätigkeit auch für die Adventisten. Ist es nicht eher fraglich, wieso die Adventisten dann doch davon verschont geblieben sind? Denn wir wissen ja, dass dieses Gesetz in Kraft getreten ist und laut diesem Gesetz wurde die Missionstätigkeit im Land eingeschränkt, religiöse Versammlungen in Privathäusern verboten sowie das Verbreiten von religiösen Inhalten durch Druckerzeugnisse und so weiter. Vor allem die Jehovas Zeugen wurden von diesem Antiterrorgesetz schwer betroffen, wie auf folgendem Video zu sehen ist. Stürmung von Gottesdiensten. Festnahmen. Aufnahme der Personalien jedes einzelnen Mitglieds, Enteignung ihrer Kirchen und so weiter. Nun, das ist die eine Sache. Natürlich könnte man dies auch noch weiterführen, aber ich denke, es gibt dazu auch schon genügend Videos im Netz. Ich wollte einfach angesprochen haben, dass diese Meldung nicht absolut falsch war, denn laut eigenen Aussagen waren auch Adventisten davon betroffen. Dann aber sei es jetzt bewusst oder unbewusst geschehen, zu behaupten, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass ein berechtigter oder vernünftiger Grund für die Beschränkung oder für ein Verbot der Tätigkeit der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten in der Russischen Föderation besteht, ist eine ziemliche Untertreibung von Tatsachen. Denn es gab auch für die Adventisten dort einen Zeitpunkt der Ungewissheit bezüglich jenem Antiterrorgesetz und inwieweit die Adventisten im Lande davon betroffen sein würden. Man muss jetzt nicht unbedingt besonders schlau sein oder ein Verschwörungstheoretiker, um zu sehen, dass da Kompromisse eingegangen wurden. Ansonsten gäbe es nun auch solche Videos von unseren Glaubensgeschwistern da drüben, wie wir es bei den Zeugen Jehovas sehen konnten. Ich frage mich, wie hoch da der Preis gewesen ist. Im geistlichen Sinne, versteht sich. Vielleicht noch eine Sache. Man hört doch immer wieder, wie wichtig Menschenrechte sind und man sich dafür einsetzen soll, besonders auch aus unseren Reihen. Natürlich ist das wichtig, aber es ist nicht unser Evangelium.
Denn wenn man sich die Menschenrechte mal etwas genauer betrachtet, so stellt man fest, dass sie eigentlich im Widerspruch zu Gottes Gesetz stehen. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für ein zukünftiges Video. Aber ist euch aufgefallen, dass sich für die Jehovas Zeugen niemand wirklich erfolgreich für ihre Rechte einsetzt? Soll ich euch sagen, wieso das so ist? Oder soll es die Welt es euch sagen? Theresa May, Premierministerin Großbritanniens, sagt in einem Artikel aus dem The Guardian vom 16. Juni 2017: Ich werde Menschenrechtsgesetze zerreißen, die neue Terrorgesetze behindern. Das sind sehr harte Worte. Versteht ihr aber, was ich damit sagen will? Wenn es um die Bekämpfung von Terrorismus geht, sehen wir, wie jetzt in dem Fall in Russland, dass Menschenrechte kein Fundament haben. Deshalb lasst uns unser Vertrauen fest auf Gott und sein Wort gründen und nicht auf menschliche Weisheit. Denn wo fängt Terrorismus an? Bedenken wir doch dabei, was einmal Papst Franziskus dazu geäußert hat, nämlich: Papst Franziskus verurteilte in einem Interview mit dem Vatikan-Korrespondenten der Tageszeitung La Vanguardia aus Barcelona die Gewaltanschläge im Nahen Osten aufs Schärfste. Im Anschluss an seinen ersten päpstlichen Besuch in Nahost kritisierte der Pontifex Fundamentalismus in Christentum, Islam und Judentum als eine Form von Gewalt. Eine fundamentalistische Gruppe, selbst wenn sie niemanden tötet oder Schaden zufügt, ist gewalttätig. Die geistige Struktur des Fundamentalismus ist Gewalt im Namen Gottes. Also, auch wenn dein Glaube nichts mit Gewalt zu tun hat, so wirst du doch als fundamentalistisch betrachtet, wenn du zu exklusiv eingestellt bist. Was mir aber noch mehr Sorge macht als diese zum Teil Falschmeldung, ist der Versuch, ein zukünftiges Sonntagsgesetz in Frage zu stellen und es mit Fake News und Verschwörungstheorien in einem Satz nennt. Wir lesen: Sonntagsgesetze. Spekulationen aus adventistischen Kreisen, dass bald Sonntagsgesetze erlassen werden sollen, kursieren alle paar Jahre. Keine dieser Meldungen hat sich bewahrheitet. Ja, es stimmt, dass immer wieder mal von Sonntagsgesetzen die Rede ist, und ich selber würde jetzt auch nie ein bestimmtes Datum nennen, denn es geht um kein Datum, sondern um ein Ereignis, das sich seinen Weg im Geheimen bahnt, wie Ellen White es sagt. Die Sonntagsbewegung schreitet nun auf ihrem Weg in die Dunkelheit fort. Die Anführer verbergen, worum es wirklich geht, und viele, die sich der Bewegung anschließen, sehen selbst nicht, wohin die unterschwellige Strömung führt. Laut Schwester Weiz' Aussage bahnt sich die Sonntagsbewegung ihren Weg in der Dunkelheit und die Anführer verbergen ihre wahren Absichten. Dies zeigt uns, dass selbst diese sogenannten Spekulationen auch nicht aus der Luft gegriffen sind. Und natürlich gibt es auch die, welche vielleicht mehr hineinlesen, als wirklich gerade der Fall ist. Aber ist es nicht gefährlich, deswegen Sonntagsgesetze allgemein in Frage zu stellen? Und ich meine deshalb gefährlich, weil man so in der Gefahr steht, Ereignisse, die zum Sonntagsgesetz führen werden, übersieht? Lesen wir weiter. Solche Meldungen zu Sonntagsgesetzen finden, wie viele Fake News, eine Anhängerschaft und Verbreitung vor allem unter jenen Adventisten, die zu Verschwörungstheorien neigen oder bei denen die Angst vor der Zukunft vielleicht unbewusst eine prägende Rolle in ihrem Glauben spielt. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 4,18: In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Also erstens, ich bin Adventistin. Zweitens kann ich die Bibel auch zitieren, und in 1. Johannes 4,1, also aus dem gleichen Kapitel, lesen wir: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Also wie kann ich wissen, ob etwas Fake News sind, wenn ich es nicht vorher prüfe? Etwas von vornherein als solches abzustempeln ist ja auch nicht richtig. Natürlich gibt es Dinge, die recht offensichtlich Fake News sind. Daher muss man auch die Dinge prüfen, denn ich zitiere nochmals die Bibel: Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie so nicht sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Jesaja 8,20. Drittens, was wird heutzutage schon nicht als Verschwörungstheorie abgestempelt?
Es ist leichter, etwas als Verschwörungstheorie zu bezeichnen und sich somit keine Gedanken darüber zu machen brauchen, als es selber zu prüfen, weil das natürlich auch viel Zeit beansprucht. Viertens kann nur jemand Angst vor der Zukunft haben, der sein Vertrauen nicht auf Gott setzt, und jemand, der Angst vor der Zukunft hat, beschäftigt sich normalerweise auch nicht mit Dingen, die ihm Angst machen könnten. Erst recht spielt bei mir Angst, weder bewusst noch unbewusst, eine prägende Rolle in meinem Glauben. Das ist vielleicht bei anderen Religionen der Fall, die den Gläubigen mit einer Hölle drohen. Jedoch denke ich nicht, dass wir als Adventisten Angst vor zukünftigen Ereignissen haben sollten. Ellen White schreibt: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. Mir scheint eher, dass gerade für die, welche vielleicht unbewusst die Angst vor der Zukunft in ihrem Glauben eine prägende Rolle spielt, die sich nicht mit solchen Themen auseinandersetzen möchten und somit jegliche Art, die auf ein Sonntagsgesetz hinweisen könnte, mit solchen Aussagen im Keim zu ersticken versuchen. Doch auch hier gilt es zu sagen: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Lesen wir weiter. Sonntagsgesetze sind in vielen Staaten Europas seit Jahrzehnten in Kraft. Wie wir alle wissen, ist das eine Tatsache, und daher lesen wir weiter. Sonntagsgesetze heißen Sonntagsgesetze, weil sie das Verhalten am Sonntag und nicht an einem anderen Tag der Woche regeln. Auch das klingt logisch, oder nicht? Also weiter. Die Sonntagsgesetze in den USA in den 1880er und 1900er Jahre haben keinem Adventisten oder Juden verboten, am Samstag zu ruhen oder den Gottesdienst zu besuchen. Es gab keinerlei Einschränkungen, was den Samstag betraf, denn es waren keine Samstagsgesetze. Auch dieser Aussage können wir so zustimmen. Es ging ja auch nicht um ein Sabbatverbot, sondern um Sonntagsgesetze. Lesen wir weiter. Die Sonntagsgesetze haben auch nicht gefordert, dass Adventisten oder Juden am Sonntag den Gottesdienst besuchen sollten. Auch das stimmt. Jedoch wurde gefordert, am Sonntag keiner Arbeit nachzugehen, und das von einem Staat, der laut seiner Verfassung für Gewissensfreiheit steht. Es war ein bewusster Versuch, den Sonntag als Ruhetag zu erklären. So lässt es sich ja nicht unbedingt bestreiten, dass es aus religiösem Hintergrund geschah. Und auch wenn jetzt niemand zum Gottesdienst an einem Sonntag gezwungen wurde, was ja auch nicht zu erwarten ist, es sei denn, man hatte was allgemein falsch verstanden, wenn es um das Mahlzeichen des Tieres geht, auf jeden Fall war man dann so doch dazu gezwungen, an diesem Tag zu ruhen, ansonsten wurde man bestraft, und wie wir gleich sehen werden, gab es sogar Adventisten, die deswegen ins Gefängnis mussten. Lesen wir weiter. Es waren am Sonntag gewisse Arbeiten verboten, beziehungsweise es war nicht erlaubt, die Geschäfte geöffnet zu halten. Das sehen wir natürlich auch hier in unseren Breitengraden, dass Arbeit am Sonntag verboten ist und man für gewisse Arbeiten an diesem Tag eine Ordnungsbuße bekommen kann, weil bei uns der Sonntag ja durch den Staat geschützt wird. Aber wir sehen hier bei uns auch, dass es Gewerkschaften und Organisationen gibt, die sich noch einmal mehr bewusst für den Schutz des Sonntags einsetzen. An dieser Stelle möchte ich euch aber fragen: Macht es prophetisch gesehen nicht einen kleinen Unterschied, wenn das lammähnliche Tier aus Offenbarung 13 dabei eine Rolle spielt, als wenn es hier bei uns geschieht, oder wie vor noch nicht allzu langer Zeit dies in Polen der Fall war und man nun sonntags die Geschäfte zu hat? Lesen wir weiter. Adventisten haben damals gemeinsam mit Schnapshändlern, Saloonbesitzern und Besitzern von Sonntagszeitungen sowie Juden gegen die Sonntagsgesetze gekämpft. Sie setzten sich einerseits aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die Aushöhlung des ersten Verfassungszusatzes, dem First Amendment, ein und andererseits aus wirtschaftlichen Gründen für Gleichbehandlung. Adventisten mussten ihr Geschäft nebst ihrem Ruhetag, dem Sabbat, auch an einem zweiten Tag in der Woche geschlossen halten. Dies benachteiligte sie gegenüber ihren Konkurrenten. Laut dieser Aussage ging es um die Aushöhlung des First Amendment, was ja die Gewissensfreiheit beinhaltet. Es ging dabei ja nicht nur um irgendeinen Verfassungszusatz,
sondern es hatte schon mit Religion zu tun, mit der Gewissensfreiheit. Laut diesem Text ging es noch hauptsächlich ums Geschäft, auch für Adventisten, weil sie sich so der Konkurrenz gegenüber benachteiligt sahen. Glaubt ihr wirklich, wenn die Kirchen im Lande zum Staat dahin kommen, um für ein Gesetz zu fragen, wo man sonntags nicht arbeiten soll, die damaligen Adventisten dabei ans Geschäft dachten, als vielmehr an die dadurch in Gefahr stehende Gewissensfreiheit und somit der Formung von dem Bild des Tieres aus Offenbarung 13? Ich denke, heutzutage würde man sich eher ums Geschäft sorgen, als darum, dass sich der Prophetie am Erfüllen ist, aber bestimmt nicht zu jener Zeit, wie uns die Geschichte auch zeigt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wer die Geschichte der damaligen Ereignisse kennt, weiß, dass damals diese Sonntagsgesetze die Gewissensfreiheit angegriffen haben, eben den First Amendment, dieser erste Verfassungszusatz, welcher Gewissensfreiheit im Lande gewährleistet. Nun, was geschah damals? Ich möchte euch dazu einen Ausschnitt aus dem Vortrag mit dem Titel 125 Jahre Bild des Tieres von Timo Hoffmann geben. Was erzählt die Geschichte uns? Lass uns noch zum Abschluss ein Beispiel uns anschauen, wiederum aus der Geschichte. Ein Argument, was Alonzo T. Jones benutzte, als er diesmal im Jahr 1888 vom Senat sich gegen Sonntagsgesetze aussprach, dort sagte er und brachte folgendes Beispiel. Und zu einer Zeit in unserer Geschichte wurde Baseball in die schrille Debatte über vorgeschlagene Blue Laws verstrickt, um athletische Ereignisse am Sonntag als Entweihung des Sabbats zu verbieten. In keinem Staat spielte sich dieser Konflikt dramatischer ab als in Arkansas. Im Jahr 1885 verbot die Arkansas Legislature Baseball am Sonntag zusammen mit einer Vielzahl anderer Aktivitäten. Die Siebenten-Tags-Adventisten, die den Sonntag nicht als Sabbat anerkennen, waren in Arkansas in den 1880er Jahren besonders unwillkommen, als mehr als 200 Menschen strafrechtlich verfolgt wurden. Darüber hinaus entfesselten die konservativen Kräfte eine Flut von Gesetzesentwürfen, um den Sabbat zu verteidigen, also den katholischen. Golf zu verbieten, Tennis und Angeln am Sonntag zu verbieten, den Verkauf von Benzin an Sonntagen zu verbieten, das gemeinsame Schwimmen von Männern und Frauen zu verbieten und so weiter. Meine Lieben, wir lernen heute sehr viel von der Geschichte, weil die Bibel uns sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, oder? Und was kommt für uns? Was kommt auf uns zu? Sagt die Bibel nicht, dass wir mal von Stadt zu Stadt quasi gejagt werden, von Stadt nach Stadt? Lesen wir weiter. Die Auswirkung, sagt A.T. Jones, dieser Veränderung brachte eine Klasse von Bürgern in diesem Bezirk, bekannt als Siebenten-Tags-Adventisten, die den siebten statt den ersten Tag der Woche beobachteten, als den Sabbat des Herrn in Bedrängnis. Es gab fünf oder sechs von ihnen, die, und einige von ihnen das zweite Mal, von der Grand Jury dieses Bezirks wegen der Verletzung dieses Gesetzes angeklagt wurden. Tatsächlich waren diese Leute die einzigen, die in diesen zwei Jahren, in denen dieses Gesetz in Kraft war, wegen Sabbatbruchs angeklagt wurden. Also Siebenten-Tags-Adventisten waren die einzigen, die unter diesem Gesetz gelitten haben. Da waren keine anderen Gruppen, die da herangezogen wurden. Ist interessant, oder? Und heute hören wir etwas, ja, der Islam ist der Antichrist, Obama ist der Antichrist, der ist der Antichrist und so weiter. Und die werden letztendlich verfolgt und die, aber die Bibel sagt es in Offenbarung 12, Vers 17, es sind die Übrigen, die Gottes Gebote halten und den Glauben Jesu haben, das Zeugnis Jesu haben und das Ausharren in Christus. Das ist das Ziel des Teufels. Und dort zeigte bereits in diesem Beispiel, wie das Bild des Tieres hinging und seine Zähne zeigte. Lassen Sie mich, Herr, führt A.T. Jones fort, als er dort vor dem Senat spricht, die Funktionsweise des gegenwärtigen Gesetzes durch ein oder zwei Beispiele illustrieren. Ein Mr. Swiragon kam aus einem Nordstaat und ließ sich auf einer Farm im Bezirk so und so nieder. Seine Farm war 4 Meilen von der Stadt und weit weg von jedem Haus der religiösen Anbetung. Er war Mitglied der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und nachdem er den Sabbat seiner Gemeinde am Samstag heilig gehalten hatte, indem er sich aller weltlichen Arbeit enthielt, er und sein Sohn, ein 7-jähriger Junge,
gingen sie am ersten Tag der Woche über ihre üblichen Tätigkeiten hinaus. Sie störten niemanden, weder beeinträchtigten sie die Rechte von jemanden, aber sie wurden, was? Beobachtet. Meint ihr, dass die Leute uns beobachten werden? Und jetzt vielleicht schon tun? Und der Grand Jury gemeldet, angeklagt, verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt, bestraft und sie hatten kein Geld, um die Strafe zu bezahlen. Diese moralischen christlichen Bürger von Arkansas wurden ins Bezirksgefängnis geschleppt und als Schwerverbrecher für 25 Tage eingesperrt. Und für was? Weil sie gewagt hatten, in diesem sogenannten Land der Freiheit im Jahr unseres Herrn 1887 Gott anzubeten. Also warum ist es passiert? Weil im angeblich freien Amerika sie Gott anbeten wollten, nach ihrem Gewissen. Ich finde es auch interessant, dass hier gesagt wird in dem Abschnitt, dass sie gemeldet wurden, dass sie angeklagt, verhaftet wurden, vor Gericht gestellt, dass sie beobachtet wurden. Wisst ihr, ich höre manchmal auch aus unseren Reihen, ja, wir leben ja schon dort, schon ein bisschen mehr auf dem Dorf und so weiter. Aber könnt ihr euch vorstellen, ich weiß es selber in unserem Fall, wir wohnen auch in einem Dorf, aber wir wohnen so eng beieinander, die Häuser, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wenn die Leute jetzt schon teilweise manchmal aggressiv reagieren, dass wenn der Gottesgeist hinweggezogen wird, dass unsere Nachbarn noch ein bisschen besser schauen werden, was wir da tun. Könnte das sein? Deshalb ist uns auch gesagt, dass wir raus sollen aus den Städten, dass wir dort irgendwo wohnen sollen, uns Heime suchen sollen, wo die Heime eben nicht eng miteinander verbunden sind. H.T. Jones führt fort, Arkansas war jedoch nicht allein, obwohl es dort schlimmer war als anderswo. Ich selbst musste mit anderen Brüdern in Kalifornien hunderte von Dollars nach Tennessee schicken, um die Familien der Brüder unseres eigenen Glaubens dort zu unterstützen, während die Ehemänner und Väter, die das Geld für ihre Unterstützung machten, im Gefängnis waren, weil sie entschieden, für ihre Familien am Sonntag zu arbeiten und Brot für sie zu backen, nachdem sie den Sabbat nach ihrem Gewissen gehalten haben. Das ist geschehen, Herr Vorsitzender, in diesen Vereinigten Staaten. Das ist die Sorge, die diese Leute für den arbeitenden Mann haben. Es passierte, weil sie Gott gefallen wollten. Sie wollten den Sabbat des Herrn heilig halten. Wenn man das, was uns unser Bruder Thielmann da in diesem Vortrag aus der Geschichte gezeigt hat, hört und liest, ist es da nicht eine rechte Verharmlosung der damaligen Umstände, wenn man es mit diesem Artikel über Sonntagsgesetze vergleicht? Am Ende des Artikels lesen wir: Die Schlussfolgerung für allenfalls zukünftige und zusätzliche Sonntagsgesetze können aus dem Rückblick in die Geschichte selbst gezogen werden. Und da kann ich dem Herausgeber von diesem Artikel nur zustimmen. Aber sehr wahrscheinlich sehen wir beide dies aus einem ganz anderen Blickwinkel. Liebe Geschwister, das Ziel dieses Videos ist nicht, irgendjemanden zu verurteilen. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass zumindest die eine Falschmeldung, die wir uns angeschaut haben, nur zum Teil Fake News sind und ich es nicht korrekt finde, wenn man dann dazu schreibt, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass ein berechtigter oder vernünftiger Grund für die Beschränkung oder für ein Verbot der Tätigkeit der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten in der Russischen Föderation besteht. Aber im Vorfeld dazu aufgerufen wurde, zu fasten und zu beten, weil man über die Konsequenzen besorgt war und sogar selber schrieb: Für Gläubige ist es unmöglich, den Anforderungen dieses Gesetzes zu entsprechen und selbst in den eigenen vier Wänden nicht mehr über ihre religiösen Überzeugungen sprechen zu dürfen, so Goncharow. Ich möchte euch dazu ermutigen, selber Gottes Wort zu erforschen und euch von ihm führen zu lassen und nicht von Menschenworten. Ich wünsche euch Gottes Segen.